Guten Morgen, meine Lieben. Ich bin jetzt im Auto und muss schnell zum Penny fahren, denn meine Kinder haben ein Buffet. Und was habe ich? Nicht? Ich habe nichts für Buffet. Deshalb fahre ich jetzt mal schnell hin und dann muss ich mich noch fertig machen, denn heute geht's nach Mannheim. So, das ist jetzt meine Beute vom Penny und ich weiß immer noch nicht, wie die hier heißt. Gott, jetzt habe ich wieder vergessen. Da war ein Schild und jedes Mal sind die Produkte ganz anders ausgezeichnet. Naja, auf jeden Fall habe ich Himbeeren, vielleicht wollen die Kinder die, Johannisbeeren und diese Melone. Und jetzt geht's nach Hause. Du hast dich selber angezogen? Super! Itzi, guck mal! Baba hat mich nicht geweckt. Buffet! Baba hat gesagt, aufstehen! Baba hat gesagt, aufstehen, und dann bin ich aufgestanden und hat mich angezogen. Boah, super! Isel, guck mal, was ich noch für euch habe. Das ist für jetzt. Oh, ist das, darf ich? Ja, natürlich darfst du. Was ist das? Ein Malbuch haben wir irgendwo mal mitbekommen, bei Reno, beim Schuhgeschäft. Hast du neue Schuhe? Wie bitte? Hast du neue Schuhe? Nein, das haben wir irgendwann, glaube ich, mal Schuhe für dich geholt. Guten Morgen, Kinder. Guten Morgen. Itzi, guten Morgen. Guten Morgen. Was hast du noch mal geträumt? Ein Glas und die Abzieher erregen gleich. Du hast geträumt, dass wir in ein Schloss wohnen? Ja. Oh, und Mama hat ja ein Kleid und du hast das blaue... blaues Oberteil und eine blaue Hose und Und die Angeli hatte ein Regenbogenkleid, ja? Ja. Ich habe geträumt, dass wir Feen werden. Dass wir Feen werden? Mein Schatz. Und zaubern können. Wow. Na, du Süße. Sieht gut aus. Darf ich das jetzt auch essen, Mama? Ja. Guck mal, die beiden so kurz sind. Wow, guck mal, für Buffet. Das für Isel, das für Achille. Oh, lecker. Da steht sogar auch Melone drauf, ne? Ja, guck mal bei meiner Tüte, wie viel. Keine verzauberte Tomaten. Oh Mann. Ich will auch verzauberte Tomaten wie der Freddy bringen. So, Achille, nimm du das. Gibst du mir auch den Schlüssel jetzt? So, dann die Kamera ist genial. Wenn ich so filme, macht es nichts, oder? Nein. Dann kann man wirklich mehr aufnehmen. Kannst, ja. Achille, Isel, nehmt eure Buffets. Auf, nimm deine Melone, Schatz. Aber aufpassen, Ibi. Ja, Itzi, gib mir, Schatz. Ja. Jetzt kann ich ja. Ja, sag tschüss, Mama. Tschüss, Mama. Also die neue Kamera ist so cool. So leicht. Hast du alles aufgegessen? Ja. Super. Komm, einsteigen. Guck mal, Chilla, die neue Kamera ist echt toll. Mhm. Hey, du lachst ja. Super. Bei Chatsi Putzi. Das ist schön. So früh. Itzi anschnallen. Mann, ist mein Bart gewachsen. Soll ich den mal schneiden oder soll ich den Bart lassen? Ey, da wirst du silber. Ich habe da ein bisschen Creme drauf gemacht, damit das nicht so sticht. Oh! Du sollst ihn schneiden. Das fühlt sich gar nicht schön an. Also ich finde das schön. Oh! Sie kämpft mit ihrem Gurt. Super, Isel. Jetzt du echt Kampfmaus. Mal. Soll ich echt, schneiden? Jetzt echt mal, das fühlt sich gar nicht schön an. Auch mal das nicht. Das sticht, gell? Nein, das ist gar nicht schön. Das sticht nicht, aber bei deinem das nicht mehr, aber das schon. Das fühlt sich, das ist besser. Das. Also kurz behalten, ja? Itzi, wie weit bist du mit deinem Gurt? Warte, Schatz. Baba, okay. Beeil dich, Schatz. Anschneiden.
Isel, fass mal schnell Babas Bart hier an. Isel, lass mich dir helfen, weil wir fahren müssen. Nee, weil jetzt bist du sowieso alleine. Ich denke mal, wenn, dann filmst du mit dem. Bist du weg? Ja, ich versuche nicht so lange weg zu bleiben. Wie lange sind die Kinder? Die sind nicht lange weg. Die sind nur bis 11:45. Echt? Mhm. Also ich bin länger weg. Baby ja, Sally. Tja. Sally? Spätestens 15 Uhr, aber das ist spätestens, dann wäre sie die Letzte. Das ist ein bisschen früher abholen, dann wäre auf jeden Fall besser. Habe ich die ganze Zeit gar nicht gefilmt? So, meine Lieben, ich habe keine Ahnung, ob ich gerade gefilmt habe oder nicht. Ich fahre jetzt nach Mannheim. Der Idi behält diese Kamera. Ich nehme noch eine andere mit und filme parallel dazu. Ja, ich muss mich fertig machen. Ich habe nur ganz wenig Make-up drauf und Wimperntusche, die auf meinem halben Augenlid mit drauf ist, muss ich gleich abmachen, aber erst wenn sie eingetrocknet ist, tanken und losfahren. So. Ja, was für ein Tag, mein lieber Mann. Wir haben schon ziemlich spät. Idee, wie war der Tag? Wenn wir zu Baby filmen, aber okay? Okay, mein Schatz. Sonst ja, mein Schatz. Wir uns abmachen. Genau. Also, ja, war sehr anstrengend. Wir haben noch ein bisschen Musik. Baba, kannst du Flecken aufmachen, von der Gelegenheit. Schatz, versteck das, bevor das Baby sieht. Nimm dir eins raus, ich mach dir das gleich auf. Hi. Das ist die Zellen zum Krankenhaus. Ja, weil sie hat wie ein Pflaster. Ja. Sie hat geblutet hier. Richtig, mein Schatz. Mit dem Krankenwagen, gell? Ja, sie war. Ja, sie ist im, auf dem Spielplatz. Als sie in der Krippe war, waren die auf dem Spielplatz. Und dann ist sie gestolpert und mit dem Kopf gegen ein Spielgerät gefallen. Oh, ja, es war eine riesen Platzwunde. Man hat, glaube ich, der Idi meinte, den Knochen gesehen. Ist aber hier halt nicht so viel da. Deshalb meinte der Klaus, ist es normal. Aber ist sie irgendwo hingestolpert oder einfach so hingefallen? Gestolpert über Gras. Gegen ein Spielgerät. Ja, und ich stand dann im Stau. Ja, das sind so Augenblicke, die jedes Elternteil so erschüttert und zum Schockdasein erbringt und zittert Herzschmerz und Tränen. Als ich die Celine abgeholt habe, war die Wunde ziemlich tief und sie war Rettungswagen war da und blöde war, dass sie müde wurde und dann immer so drüber gewischt und gestrichen hat und dann hat sie das alles immer so verzogen, dann ist war die ganze Wunde immer auf und ja, jetzt gucken die beiden Schwestern mit der Kleinsten, also Mittlersten, die Kleinsten, weil sie in der Mitte sitzt, sage ich jetzt die Mittlerste, haben sie, Adela sitzt rechts und Isel links und kümmern sich total um ihre Schwester. Schatzi, das gehört dazu, so ist das Leben. Einer muss ja immer stark bleiben. Ja. Ich bin stark, du bist dick. Du siehst gerade so dick aus. Was, in Natur siehst du gar nicht so dick aus. Nur, guck mal, wie du in Natur aussiehst, siehst du ja nicht, aber guck mal, wie du hier aussiehst. Na Schatz, mach Katze, ich habe nie so viel Speicher auf dem PC. Aber Schatz, ich habe ganz viele Vlogger mir angeguckt. Du weißt, wie viel Mühe du dir gibst und schneidest und Uhrzeit und diese Übergänge. Das machen so viele nicht. So viele nicht. Die nehmen zum Beispiel ein Schwimmbad eine Szene auf, das geht eine Szene auf und das geht über 6 Minuten und da läuft über 6 Minuten dieselbe Musik. Und hat 20 Minuten. Amis. Eine andere. Keine Amis. Und da denke ich mir, wow, 6 Minuten zusammenkriegen, das ist echt gut. Dann kriege ich auch locker 20 Minuten, dann würden wir. Wenn wir so drehen würden, würden wir. Nee, ich rede ja noch. Wenn wir so reden würden, würden wir 40 Minuten zusammenkriegen. Ja, wirklich. Ah, was ich gekauft habe, typisch türkisch, genial. Leute, das macht süchtig. Das macht wirklich süchtig. Das da. Kamera fokussiert nur mein Gesicht.
Das ist Vogelfutter, nennt man das ja. Aber ich würde das jetzt nicht als Vogelfutter nennen. Es schmeckt wirklich genial, ja. Wirklich. 79 Cent. Ah, die sind geschält. Das ist für No-Kenner, ja, No-Kenner. Und das ist für Kenner, für echte, wahre Checkerdeck-Esser. Und was bist du dann? Formel-Esser. Das heißt, also ich muss mir die Zähne vielleicht in den 10 Jahren nachmachen lassen. Die können dann in den 10 Jahren immer noch mit denselben Zähnen schrahlen, prahlen. Egal wie man es macht, das ist falsch. Verfault? Zeig mal. Nee, überhaupt nicht. Soll ich das hier schneiden? So, mach aus. Ich habe echt nicht so viel Speicherplatz. Echt? Ja. So, meine Lieben, die nächste Kamera. Ich habe jetzt 2. Yeah! Und ja, mal schauen, wie die sich macht. Und ich schiele wieder daneben. Ich merke es. Aber bei den neuen Kameras ist das halt immer so. Am Anfang. So, meine Lieben, ich bin jetzt schnell zum, wie nennt man das, Elektroladen gefahren und habe einen Displayschutz gekauft, denn die Kamera hat jetzt schon Kratzer, obwohl ich das nicht mal mitgenommen habe irgendwohin. Aus diesem Grund, damit es nicht zerkratzt. Ich habe keine Ahnung, vielleicht ist irgendein Kind da dran gekommen. Nein, eigentlich auch nicht. Ich weiß es nicht. Irgendwas muss passiert sein, dass es oben am Display so ganz leicht angekratzt ist. Deshalb habe ich schnell jetzt so eine Folie, die man zuschneiden kann, geholt und einfach dran gemacht und gut ist. Jetzt mache ich Salat. Salat wird bestehen aus so einem Salat. Ich glaube, Herzsalat nennt man das. Tomaten, eine etwas in die Jahre gekommene Tomate. Minze, Petersilie. Dill fehlt eigentlich noch. Den haben wir jetzt nicht mehr da, aber egal. Ja, und Idi wollte noch Oliven. Ich weiß nicht, ob ich mir einen ohne Oliven mache. Weil heute habe ich nicht so viel Olivenlust. Naja, ich fange erstmal mal an. So, Idi. Mhm. Du hast Fisch gekauft. Welche Art von Fisch? Keine Ahnung, Schatz. Ah, ja, extra für euch gekauft, mein Schatz. Du wolltest das nur holen? Ja, jetzt hast du es geholt. Machen. Wo soll ich das hinmachen? In eine Schüssel. Bitte schön. So, jetzt das Test. So, jetzt das Test. So was habe ich gesucht. Ja, aber die ist im Dunkeln. Erkennst du hier gar nichts. Ja, ich weiß, kann ich mir denken, aber sowas habe ich gesucht. Du kriegst auch die rosa, ne? Die ist auch für dich gedacht und für die Kinder, weil die ist nicht so teuer wie die hier. Wenn da was passiert, ist es halt nicht so schlimm. Komm mal her, ganz kurz, wenn du kannst. Siehst du, da sehe ich immer noch besser aus. Obwohl die Linse klein ist, ne? Ah, kommt auf die Technik drauf an. Soll ich dir noch irgendetwas bringen? Salat kannst du runterbringen. Die Biene kannst du herbringen. Ah, Salat. Hast du es gemacht? Nee. Immer noch nicht? Doch. Du veräppelst mich. Bisschen kennt er mich. Aber nur ein bisschen. Aber da habe ich so struppelige Haare. Bin ich mal gespannt, wenn ich das auf den PC werfe. Idi in Action. Ich habe die Fische schon mal auch in der Tüte gekocht. Da waren sie genauso gut. Aber die waren jetzt frisch. Ja, ja. Genial. Einfach ein bisschen in Mehl gewälzt, kurz angegrillt und danach mit Olivenöl hast du sogar genommen. Angestrichen und schon reicht es. Sagen wir normales Öl, weil bei Olivenöl sagen die, ist zu heiß. Also es war Rapsöl. Ja, ich schwöre. Ich glaube nie einen Türken, wenn er schwört. Und wollte die Kinder. Das ist ein Thema wirklich. Das kann nicht. Wollen wir erstmal essen? Genau.
bitte schön. Die Kamera, Schatz, du kriegst so eine Babykamera. Ja? Kriegst du eine Babykamera? Mein Schatz? Mein Ein und Alles? Kriegst du eine Babykamera? Ja, später, Schatz, später, ja? Ja, mein Schatz, oh Gott. Später, ja? Okay, erstmal guck mal da, wo hast du. Sie kommen. Die Hungrigen. Aber wirklich. Ihr seid schon peinlich. Ja, jetzt habe ich die Kamera an. Jetzt sind sie alle still. Sie nimmt euch. Ich würde sagen, auf dem Duper. Der Boden sieht aus. Wir sagen es nicht, wer es war. Hier, Schatz. Sag mal, gleich kriegst du eine, ne? Wo soll ich das bitte sonst hin machen? Ist mir egal. Mach's in die Buchsbäume. Das ist meine Oma Johanna. Die hat kein Geld. Die hat keine Buchsbäume. Was für Stunts macht die denn? Celine, weg vom Grill. Kann ich auch? Gleich, ja. Nadja, wie war's? Schön. Was filmst du da passiert? Ich filme. Guck mal, Zell. Zell. Guck mal. Nadja, guck mal. Habt ihr doch nicht mitgenommen? Gib her. Danke. Celine filmt auch. Wer hat Papa? Mach Papa auf, schnell. Mach den Papa auf. Hast du? Hast du Papa aufgemacht? Nein. Nein? Warum nicht? Gib mal die Kamera. Kannst du sowas haben? Ja. Wow. Mama, die Jacke ist nicht gut. Lass sie offen. So, meine Lieben, es ist total spät. Wir sind alle ziemlich geschafft. Ich bin total fertig, also richtig fertig. Mein Adrenalin scheint runterzukommen und ich bin mega müde, kriege Kopfschmerzen und will nur noch ins Bett. Und ja, die Kleine ist auf mir eingeschlafen, wollte unbedingt zu mir und jetzt schläft sie, glaube ich, sogar. Ja, deshalb sage ich jetzt Gute Nacht.